Wenn Outlast und Resident Evil 7 sich ganz dolle lieb haben, oh, mon amour, dann fliegt mir nicht nur mein Adrenalinspiegel um die Ohren, sondern dann kann es unter Umständen passieren, dass sowas bei rauskommt. Herzlich willkommen zu Remothered Tormented Fathers, einem sehr bald erscheinenden Survival-Horror-Game, was wirklich unglaublich spannend und mega interessant aussieht. Die Entwickler haben mir vor einigen Tagen einen Key zu einer nicht mehr öffentlichen Vorabversion gegeben, zu der geschlossenen Beta, die wir jetzt hier spielen dürfen, mich aber gebeten, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass das wie gesagt nur so eine Demo ist, die natürlich noch nicht das vollständige Produkt repräsentiert. Also es werden noch Bugs drin sein, es werden noch Sachen drin sein, die in der Vollversion verändert werden, nur damit ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall bin ich super, super, super aufgeregt und würde gerne jetzt gemeinsam mit euch zusammen reinstarten. Let's go! Unsere liebe Prinzessin des strengen Blicks hier sieht definitiv so aus, als würde sie normalerweise in einer Bibliothek arbeiten. Aber offensichtlich gelüstete es ihr heute nach einem kleinen Ausflug in den Wald, um die dortige Luft etwas zu verpesten. Oder um einer Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht dem Verschwinden des kleinen Mädchens, das wir auf diesem Steckbrief gesehen haben. Auf jeden Fall ist das eine verdammt kleine Frau und ein verdammt großes Fahrzeug. Und vielleicht eine verdammt schwere Bürde, die wir zu tragen haben. Und der wir nicht so ganz Herr zu sein scheinen, zumindest nicht in unserem Inneren. Aber was wäre das Leben ohne Herausforderungen, liebe Freunde? Und so suchen wir nach der Residenz eines Büstenhalters, beziehungsweise eines ominösen Dr. Felton, seines Zeichens Kinderarzt, wenn ich mal raten darf. Und es sieht so aus, als hätten wir unsere heutige Tagesaufgabe damit schon erfüllt. Aber meine kleinen Adleraugen erblicken dort in nicht allzu weiter Ferne das Vermisstenplakat, was wir schon im Intro gesehen haben. Vermisst seit Donnerstag, 14. Oktober 1971. Zum letzten Mal am Recreation Ground um 4 Uhr gesehen. 8. Februar 1958 geboren, weiblich weiß, 13 Jahre alt, blondes Haar. Celeste Felton. Okay. Wenn ich mal raten darf, die sieht mir ja aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber vielleicht habe ich jetzt den Plot des Spiels schon vorweggenommen. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Dann lasst uns mal schauen, was wir dort an diesem Haus so begutachten können. Und wir sind sehr in Eile offensichtlich. Dr. Richard Felton, hab doch gesagt, ich bin hier richtig. Lieferservice. Ihre Pizza wird kalt. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute.
I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Wow, ich hätte erwartet, dass aus ihrem sehr, sehr zarten Körper ein noch zärteres Stimmchen fließt. Aber offensichtlich steckt ein Bodybuilder in ihr oder sowas. Also im übertragenen Sinn, was sie in ihrer Freizeit macht, das geht mich einen feuchten Kehricht an. Nun gut, Dr. Felton ist also nicht mehr Patient in diesem Institut, von dem ich offensichtlich bin. Und ich wurde gebeten, nicht reinzukommen. Ich wurde freundlich des Grundstückes verwiesen, aber Leute, wir sind zu arrogant für deren Scheiß, oder? Okay, wir haben unseren Tagesordnungspunkt 1 erfüllt, Freunde. Wow, ist das Jungle City oder was? Da muss ja eine ganze Gärtnermannschaft beschäftigen, um das hier sauber zu halten. Wobei das offensichtlich nicht ganz so gut klappt. Also, Gärtnermannschaften sind in diesen Tagen noch äußerst knapp, wie mir scheint. Hallo? Oh, wir sind plötzlich höflich geworden. The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? Immerhin bemüht sie sich, Manieren zu haben. Das ist doch schon mal was. Wow, Alter. Subtropische Exoten, die sicherlich nicht auf ganz legalem Wege durch den Zoll hierher gekommen sind. Verausgaben wir uns mal nicht ganz so. Und den Rand dieser Beete pflastern kleine, aber feine Grabsteine. Wie ich doch sagte, Kinderarzt. Sorry, der war fies. Der Rasenmäher, der wartet da auch noch auf seinen Einsatz. Bring mich nicht auf Ideen, kleiner Junge. Ich glaube, du wirst vielleicht später noch gebraucht werden, um diverse Fressen wegzurasieren. Aber wollen wir doch erstmal schauen, ob unser Verhandlungsgeschick nicht eventuell dafür ausreicht. Gut. Wir sind offenbar nicht die vitalste Person. Ich hoffe, du hast ja einen kleinen Müsli-Riegel, so einen kleinen Energy-Snack oder sowas irgendwie in deinen sehr, sehr biederen Klamotten stecken oder auch sonst wo, was mich, wie gesagt, überhaupt nichts angeht. Und offenbar kommen wir auf diesem Wege rein. Aber bitte erwarte nicht, dass wir willkommen sind, ja? Also reg dich denn nicht auf. Wir haben das gerade schon geklärt. Hallo? Sie muss immer auf Nummer sicher gehen, ja. Oh, wow. Okay. Prioritäten, Freunde. Daher die nicht vorhandene Vitalität. Ist schon in Ordnung. Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom. And as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Untertitel wären geil. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Au, hier kommen offensichtlich öfters mal Damen hin, die mit der Zigarette eintreten. Ja, sorry, ich habe vergessen, mich in Manieren zu üben. Moment mal. Wir suchen nach der vermissten Person oder wir wollen irgendwie diesem Fall auf den Grund gehen. Von einer gewissen Celeste Felton, was wahrscheinlich ein Familienmitglied ist, vielleicht die Tochter. Würde ich jetzt mal so vermuten. Und sie ist, ja, die Pflegerin von diesem Dr. Felton,
der mal bei irgendeinem Institut Patient war, wo ich offensichtlich herkomme. Das glaubst du doch wohl selber nicht, Herzchen. Ist in Ordnung, ich folge dir mal unauffällig. Peinlicherweise mit 3 Meter Abstand. Bad habit. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Wow. Money and time wasted. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Ach, also schön, dass du dich um mich sorgst, oh, aber das geht dich echt nichts an. Oh no, sag mal. 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, was but denn, that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about Cookie Pie? Oh, scheiße. Sie hat's doch gemerkt. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. Okay. I didn't know. Die Verhältnisse vertragen sich nicht. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song, over and over. Oh Mann. Okay. Die hört sich immer wieder den gleichen Song an. Irgendwie, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und ich wette, der hat irgendwas damit zu tun. Mit dem Verschwinden seiner mutmaßlichen Tochter? Ich weiß es nicht, aber wir werden noch herausfinden, was das mit dieser ganzen Angelegenheit auf sich hat. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Ich glaubte ihr das Wort. Ich schaue mich dann mal um und fasse alles an, was ich nicht zu meinem Privateigentum zähle. Wenn es dann recht ist. Wow, diese Leute benehmen sich echt sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, die haben noch nie was von Etikette gehört, aber sei es mal drum. Okay, das ist wirklich ziemlich dunkel hier. Der Typ hat offensichtlich irgendwelche Probleme mit seinem Augenlicht. So wurde es zumindest gesagt. Ich frage mich, ob uns das einen Hinweis auf irgendwas gibt. Oder vielleicht einen Vorteil im späteren Spielverlauf. Normalerweise hat das eine ja immer mit dem anderen zu tun. Okay, da ist noch eine Tür. Aber wir sollen ja immerhin hier warten. Haben wir denn die Möglichkeit zu rennen, oder... Ist jetzt herzhaftes Chilling angesagt. Offenbar Letzteres. Was ziemlich in Ordnung ist. Gut. Was haben wir denn hier für ein schönes Bild? Oh. Kunstkritikerin ist sie auch noch. Mein Gott. So flexibel in der Berufswahl. Well, oh. It would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating. So sympathisch wie ein Massenmörder. I forgot my manners. Please sit down. Natürlich, sehr gerne. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but... Was waren das? I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. Okay, irgendwas mit seiner Krankheit. And in a few words? In a few words. They didn't know how to treat my case, and they left me there to die. Konnten ihn nicht mehr behandeln. Seems that other issues to go I once or twice refused to go through exams. Is there anything I can do for you? Oh, ja, verschwinden. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. Sag dich doch.
Das hätten wir auch dezent abkürzen können. Ne? Indicatively, some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency, overdose of non-prescribed drugs, opiates. Okay, der nimmt irgendwelche Drogen. Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? Für einen Mann, der offensichtlich Milliardär ist. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Ah, seine Tochter. Celeste's never come back. Das ist wirklich seine Tochter, die verschwunden ist. She was adopted. Am I right? Adoptiert. Investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom. Er glaubt, sie ist weggelaufen. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times... You'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter. Mr. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go. Der hat einen gigantischen Kopf, Alter. I don't have the strength for this now. Wow. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. Okay, der will sich gar nicht an seine Tochter erinnern. Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm Who talking are about? You? And why did you come Die ist nicht von dem Institut. Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? You? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Doch, die Frau ist da. I just talked to the director of the institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Die ist eine Privatermittlerin. Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Nee, ich würde jetzt doch einen Kaffee nehmen. Please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. Okay. So melodramatisch. Und ich glaube irgendwie, dass ich gerade nur die Hälfte verstanden habe. You know the way. Danke sehr. How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. Wenn das der Fall wäre, würde es das Spiel nicht geben, ne? Okay, der redet sich und uns ein, dass seine Tochter weggelaufen ist und es keine Anzeichen für ein Kidnapping gab. Ich glaube das natürlich nicht, denn ich bin weder von einem Institut, wo er irgendwie mal Patient war wegen seiner Krankheit, noch lasse ich mich irgendwie leicht einschüchtern scheinbar von seinem Riesenschädel. Also sieht es so aus, als hätten wir noch nicht aufgegeben, oder? Okay. Die hat da gerade den Schlüssel platziert. Hinter der Figur. Für ein Milliarden-Dollar-Anwesen, weil es das ist, was verlässlich arbeitende Haushälterinnen so tun, nicht wahr?
Schon recht. Welch glücklicher Zufall für mich. Alter, sie steigt da echt ein, ey. Willst du dir nicht vielleicht doch den Rasenmäher mitnehmen, Schätzchen? Wow. Ich hoffe, wir dürfen jetzt gleich endlich spielen. Es wäre awesome. So. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, mit Stöckelschuhen in dieses Anwesen einzutreten, aber ich würde sagen, wir machen das Beste draus. Wir sollen den vermissten Fall investigieren und Mrs. Felton treffen. Wie nett, wie nett. So finden wir dann vielleicht eine kleine Freundin für diverse anstehende Teepartys. Was sagt denn dazu? Ich dachte gerade, hier liegt irgendwas Sinnvolles auf dem Stuhl, aber es ist doch nur ein Lichtschein. Und das nicht am Horizont. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass dieser Ort aller Hoffnung tot ist. Okay, die Musik kommt offenbar von der Frau und es hatte sich ja auch schon in der Intro-Sequenz so angehört, als würde die irgendwie von oben kommen. Ich bin, by the way, sehr froh, dass ich den Strom noch nicht ausmachen kann. Vielleicht muss ich das irgendwann noch tun. So, was haben wir denn da drinne? Außer das geballte Wissen. Nichts scheinbar. Aber was liegt da auf dem Tresen? Lass mich das greifen. Ne, du warst doch schon richtig, junge Dame. Ja? Oh, ein Defense-Item. Alright. Was auch immer das war. Eine 1 Meter lange Nähnadel oder so. Wie man sie in diesen Haushalten ja gern mal gebraucht, um zu nähen. Aber war dieser Typ nicht Kinderarzt oder habe ich mir das nur eingeredet? Fuck. Ich möchte kein Kind sein. Yep. Aha. Bücher habe ich, glaube ich, in meiner Bibliothek auch schon genug. Moment. Ach so. Damit sie nicht wissen, dass ich hier war, ne? Warte mal. Ich lasse das mal alles offen. Der wird ja nachher die Treppe runterkommen und denken, wann wollte ich so viele Bücher lesen? It's just a prank, bro. It's just a prank. Okay, bevor wir uns da hochstürzen, versuchen wir mal hier weiterzugehen und herauszufinden, was wir herausfinden können. Wow, was ist das? Oh! Ah, ich kann hier speichern. Okay, cool. Gut. Wir müssen nur einmal nachschauen, ob bei uns doch das Make-up sitzt und schon haben wir unsere Erinnerungen abgesichert. Ist in Ordnung. Power up. Restore life? Wir können uns ja auch heilen. Mein Gott. So ein Spiegel will ich auch. Das ist nicht der Spiegel, das ist das Metronom. So ein Metronom möchte ich auch. Ich gehe mal runter. Wir versuchen jetzt mal richtig ins Horror-Feeling reinzukommen, Leute, und gehen mal gleich von Anfang an hier offenbar in den Keller. Wobei mir auffällt, dass die Musik auch uns von hierher ereilen kann. Scheiße. Vielleicht bin ich doch näher am Ziel dran, als ich denke. Hack! Diese Tür ist verschlossen und sie ist sich sehr sicher, dass das der Fall ist. Ist in Ordnung. Hütet euch, ich habe einen Verteidigungsgegenstand. Vielleicht brauche ich etwas, um das zu benutzen. Vielleicht redest du von einem Schlüssel. Ist Schlüssel das, wovon du sprichst? Wow, also ich weiß nicht, warum sie dieses Wort nicht im Mund nehmen möchte, aber naja, vielleicht möchte sie andere Sachen in den Mund nehmen. Aber ich möchte ja nicht schon wieder auf diese Bodybuilder-Geschichte hinkommen. Wir sparen uns das jetzt an dieser Stelle einfach mal. Wir suchen jetzt etwas, um die Tür aufzumachen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Unwort hier. Ich kenne ja die kulturellen Gepflogenheiten an diesem Ort nicht. Stört es dir eigentlich, wenn ich hier durchrenne? Soll ich eigentlich leise sein? Vielleicht ist das alles vergebene Liebesmüh. Apropos Liebesmüh. Oh mein Gott.
gut. Okay, 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 okay. Wir müssen ganz nach oben. 3 Stockwerke zu erkunden. Sehr, sehr schön. Oder auch nicht. Verdammt. Okay, doch nur 2 Stockwerke. Ich bin hellauf begeistert. Ich glaube, die Musik kommt von hier, oder? Oh, fuck. Okay, ist hier noch ein Metronom-Dingens? Nein? Schade eigentlich. Hier muss irgendwo ein Raum sein. Irgendwo ein Raum. Ich spare mir jetzt mal die ganzen Schubladen hier aufzumachen. Mrs. Felton? Hier ist immer noch der Lieferdienst. Wow. Sie hält echt nicht so viel von Privatsphäre, ne? Nicht gut. Nicht gut. Please, Mrs. Felton. Oh Gott. Oh nein. Raus da. Sofort raus hier. Noch so einen schönen Mittelstrahl abgesetzt. Bevor es ins Bettchen geht. Zu der holden Maid. Fuck. Okay, ja, sehr gute Idee. Verstecken. Eventuell findest du da noch eine Leiche drin. Ich sag's dir nur. Alter, mir hängt gerade so ein bisschen Kotze im Hals. Ja, hat sich doch gut gehalten, dein liebes Fräulein. Die Lust auf Tee ist mir jetzt an dieser Stelle vergangen. What happened, my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. Du bist der Gärtner. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. Die Tür ist übrigens einen Meter offen oder so. Just saying. Now get some rest, love. My little Jennifer. Was hat ihr denn mit über... hat ihr da gerade eine Motte gefressen? Oh, sorry. Wow. Das Spiel ist überraschend widerlich, Freunde. Was zum Teufel, Alter? Okay, wow. Ich muss diese Wendung erstmal verkraften hier gerade. Die Tochter. Also, wobei es doch gerade wahrscheinlich realistisch wird, dass sie weggelaufen ist. Ich sag's nur. Mr. und Mrs. Felton an ihrem glücklichsten Tag. Ja, guck, was aus ihnen geworden ist. Jetzt liegt sie da, Motten zerfressen, und schau dir mal die Sauerei an. Der kommt nicht mehr, ne? Was hat denn der da im Bad eigentlich getrieben, hm? Mach die Tür zu! Seine Pillen! Die sind im Bad, oder? Ich muss da irgendwas benutzen. Ah, ich muss was finden, um das... Was? Da steckt irgendwie was drin, was das verstopft. Ich soll einen Pömpel suchen. Was hat er denn da drin? Oh, dann steckst du erstmal rein. Snickers oder. Oh! Basement Key! Scheiße, und ich weiß ja auch, wo ich das benutzen kann. Scheiße. Alter, hau ab. Hau ab, Mann. Ist der weg? Okay, er ist weg, oder?
Oh, ich hab mega Schiss vor dem. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, Mann. Jennifer, vielleicht leiste ich dir bald Gesellschaft. Ich sag's dir nur. Nicht dich dann wundern. Ich glaube, in dem Bett ist noch Platz für zwei, ja. Oh Mann. Alter, ich werde keinen Mucks machen. Kein Sterbeswörtchen. Okay, ich hab den Schlüssel. Das heißt, ich muss runter, oder? Boah, ich hab sowas von keinen Plan. Ich muss, glaube ich, alles durchsuchen, oder? Ich glaube, das Spiel ist wesentlich länger, als ich gedacht habe. Vielleicht gehe ich irgendwie erstmal speichern oder so? Ich versuche mich erstmal generell hier zu bewegen. Oh Gott. Scheiße. Oh Mann. Ich weiß nicht, aus welchem. Oh fucking hell! What? Hau ab! Oh mein Gott, what the fuck? Scheiße! Das war genau die falsche Richtung. Wie habt ihr mich denn gesehen hier über mehrere Etagen? Das ist doch nicht dein Ernst, Freundchen. Oh mein Gott, oh, er ist richtig schnell. Baba. Gut, Stöckelschuhe war jetzt vielleicht nicht ganz so die richtige Wahl. Ich glaube, ich habe diese Erkenntnis immerhin gewonnen. Ja, Dr. Reed, darf ich vorstellen? Steht's zu ihren fucking Diensten. Ist er weg? Oh Gott! Oh Gott, ich hätte nicht mehr rennen müssen. Dürfen. Nein. Au! Was ist das wirklich nötig? Du kannst doch einfach dein liebes Glorylein bitten, mich rauszuschmeißen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Ja genau, ich halte an und lasse mich aufschlitzen. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Nein! Nein! Oh Gott! Wie entkomme ich dem denn? Was mache ich denn? Oh fucking shit! Okay. Was, du kajälst dich nicht mehr aus? Ja, frag mal mich. This is my house. You cannot. Seems like we have some company. Oh Gott, was ist? Keep calm. Ich muss den Cursor da rein, da drin überlassen. Easy, Dude. Alter, Dr. Lederarsch, Junge. Geiler Typ, ey. Oder auch nicht. Wow, wie kann man denn sowas heiraten, Mann? Der ist ja hysterisch. Boah. Ich muss jetzt ganz dringend ein Metronom suchen. Das wär's. Wie hat der mich denn da oben gesehen? Okay, ich meine, gut, es ist eine Beta. Boah, scheiße. Ich muss runter in den Keller. Und ich muss einen Saugpimpel finden. Ist die Frau gerade aufgestanden? Oh, ich will es gar nicht. Ah! Scheiße! Seems like we have some. Ich komme hier nie wieder raus, Alter. Was soll ich denn machen? Ich muss direkt in den Keller rein, oder? Ich muss da direkt rein. Komm, gib mir noch. Ja. Der guckt da nicht rein. Der vertraut diesem Schrank. Das ist der Schrank der Zuversicht hier. Das war ein Lag. Das war ein fucking Lag. Nein. Oh mein Gott. Also ich versage schon hier wieder völlig. Scheiße, was soll ich denn tun? Was soll ich machen gegen den? Kann man hier abspeichern? Oh, kann man offensichtlich nicht. Okay, Later Nerd. Wir sehen uns. Oh Mann. Warte. Kommt der von der Seite? Oh Gott, ich weiß es nicht, Mann.
Wo soll ich hin? Ich würde gern zu meinem Speicherpunkt kommen, aber da läuft doch der Typ. Boah, ich hab mich so erschrocken. Habt ihr gemerkt? Get out! What? What? Okay, das Spiel ist manchmal ziemlich laggy. Weiß nicht warum. Ich sollte meine dritte Person benutzen. Ah, oh. Nee, Baby, bleib mal auf der anderen Seite. Ich kann die Perspektive ändern. Nice. Der Po-Woogie-Woogie, Freunde. Oh ja, gute Idee. Wo soll ich denn hin, Mann? Au. Oh Mann, so ein unhöfliches Dreckspack hier. Komm, können wir jetzt bitte speichern? Nein. Was? Ich soll es drücken. Widerstand. Der Gärtner, Freunde. Holy moly, Mrs. Felton, ihr Mann ist sehr, sehr temperamentvoll. Okay, liebe Leute. Wow, ich glaube, das war ein guter erster Eindruck von dem Spiel. Es ist ziemlich schwer, es ist ziemlich gruselig und es ist irre spannend. Okay, wow, ich muss anders vorgehen. Ich muss ganz sachte sneaken und mit Bedacht meine Wege wählen. Okay, wenn ihr das sehen wollt, wie ich das tue oder zumindest versuche, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann mache ich gerne hier noch eine von. Wow, ich bin beeindruckt von dem Spiel. Es ist super geil. Es ist zwar hier und da noch so ein bisschen laggy und buggy, aber... interessant, ich finde es ein geiles Konzept, es macht mir mega Spaß. Wenn es euch auch so geht, lasst es mich gerne wissen unten in den Comments. Ich weiß, es war viel Gerede, viel Story zum Anfang. So Untertitel wären ja nicht schlecht, aber ohne Scheiß, es macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und ciao.